Hallo zusammen, mein Mann ist gerade mit unseren drei Kindern draußen und deswegen habe ich kurz die Chance, ein Video aufzunehmen, sonst habe ich wieder ein paar Tage keine Zeit, deswegen, ich komme frisch aus der Dusche, deswegen dieser Look. Ja, wir haben es gerade vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, damit es viel Frucht hervorbringt. Und dann höre ich oft, ja, ich muss mir doch selber auch was Gutes tun oder ich muss mir auch mal was Gutes tun. Ja, das stimmt schon irgendwie, aber was mich dran stört, ist dieses Muss. Wenn du es musst, dann drehst du durch, wenn du es nicht hast. Wenn du es musst, dann ist das irgendwas Zwanghaftes. So, oh, es geht sonst allen und mir geht es ganz, ganz schrecklich, wenn ich das nicht habe. Und dann fängt es an mit dem Teufelskreislauf. Aber du darfst und du kannst dir was Gutes tun. Und da ist ein kleiner, kleiner, feiner Unterschied zwischen diesem Ich muss und Ich darf. Weil wenn du musst, das ist manchmal mit kleinen Kindern nicht möglich. Wir haben zum Beispiel keine Oma in der Nähe, die uns mal was abnimmt. Man muss einfach auch manchmal durch. Da muss man durch. Und dieses ist ein anderes Muss als das Muss. Von ich muss mir auch mal was Gutes tun. Und wenn du dann in dieser Situation merkst, oh, ich muss mir jetzt mal was Gutes tun, dann ist es vorbei mit allen guten Vorsätzen. Deswegen, du darfst dir was Gutes tun und das ist was Schönes, aber du musst es nicht. Was sind schon 5 Tage gerechnet auf unsere 80 Jahre Lebenszeit oder was sind auch 3 Monate gerechnet auf unsere Lebenszeit oder sogar 3 Jahre? Wir können ganz schön viel aushalten und dieses Aushalten, das macht uns frei. Das macht uns frei, das gibt uns Gelassenheit zurück, das gibt uns Leichtigkeit im Alltag. Und deswegen können wir uns dann hingeben. Wir können uns hingeben, wenn wir weniger Ich muss im Leben haben. Weniger Ich muss um mich selber kreisen im Leben haben. Und dann kann man viel mehr die Dinge genießen und dann kann man sich auch viel mehr drauf freuen, wenn man dann mal wieder sich was Gutes tun kann. Also, sei frei, sei froh, sei gelassen. Das hilft dir. Wenn du gelassen bist, sind deine Kinder auch gelassen. Und dann kommt eine schöne Atmosphäre und dann musst du weniger müssen. Hört sich komisch an. Probiert's aus. Schreibt mir Kommentare, wenn ihr gute Beispiele habt. Ich freue mich darauf. Bis zum nächsten Mal.